Willkommen zurück zu einer neuen schimmelfreudigen Folge Resident Evil 7 auf der PlayStation 5. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte gammelige Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ja, heute endlich das große Finale. Es ist soweit. Und die Leute haben geschrieben, sie wollen unbedingt die DLCs sehen. Dann Leute, lasst eine Bewertung da, lasst noch ein bisschen Unterstützung da für die letzte Folge. Diesmal haben wir auch ein anderes Ende, weil im ersten Let's Play habe ich Mia gewählt. Diesmal habe ich mich für Zoe entschieden. Wer das andere Ende sehen möchte, der kann natürlich dann das alte Let's Play gucken. Ja, also für die Leute, die schon wieder Schaum vorm Mund haben, warum Zoe und nicht Mia? Ihr könnt es ja einfach gucken. Das Video ist ja da. Für jeden frei zugänglich. So, jetzt pressen wir uns erstmal hier durch. Und dann spielen wir noch die DLCs. Und viele wollen auch noch andere Resident Evil Games sehen. Wie zum Beispiel Teil 4 oder Teil 5. Dann hätten wir sie endlich mal alle auf dem Kanal. Obwohl, es gibt so viele Resident Evil Spiele. Eigentlich haben wir sie lange noch nicht alle auf dem Kanal. Da kannst du echt eine Menge Let's Playen. Oh, ich dachte, das könnte man durchschießen. Aber wir öffnen's. Alles klar, Ethan. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, ich gehe hier ganz kurz speichern. Ich gehe hier auf Nummer sicher. So, wir speichern hier mal schnell. Alles klar, schnell hier abgespeichert. Und hier sehen wir Großmutters Rollstuhl. Und eine kleine Puppe, die Ivy sehr ähnlich sieht. Und ein Wackelkopf hier drüben. Kling, 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 kling. Ja, wir haben schon einige übersehen. Aber wenn man sie sieht... Oh, wow. Alter, habe ich mich erschrocken. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg. Okay, wir wissen ja, dass Mia Wahnvorstellungen hatte durch Ivys Einfluss. Die Tür war die ganze Zeit da. Wir haben sie noch nicht gesehen, weil wir halt total benebelt waren und nicht auf die Idee gekommen sind, hier mal die Tür vielleicht einzudrücken. Ja, und das alles wurde ja gelenkt von Lucas. Lucas ist wirklich böse. Der einzige in der Familie, der halt ein richtiger Dreckskerl ist. Die anderen sind leider nur Opfer. Ivy, mit deinen Vietnam-Flashbacks wirst du mich auch nicht dran kriegen. Unheimliche Göre. Ist nicht meine Schuld. Okay, warte mal, hier geht's lang. Geht's hier auch noch lang? Badezimmer. Im Badezimmer waren wir schon. Kein Loot, oder? Nö, da ist nix. Okay, jetzt sind wir hier im Raum mit dem Sicherungskasten. Da sind wir durchgekrabbelt. Jetzt ist hier ein Puppenhaus drin. Ivy, spiele nicht mit uns, du kleine Göre. Töte ihn, Mami. Aber das hättest du nicht tun dürfen. Das tat verdammt weh. Er will nicht mein Daddy sein. Dann soll er sterben. Boah, wie gerne. Jetzt ist Mami dran, dich zu töten. Wie gerne würde ich einfach in die Fresse treten. Diese widerliche kleine Göre. Ich finde die auch richtig ekelhaft. Die sieht so richtig ekelhaft aus. Mit ihrem Gesicht. Das alte Gesicht. Na gut, hier oben war dann der Weg zum Dachboden. Warte, wir gehen nochmal hier hin. Hier habe ich ja eine Sache übersehen. Hier hätte man irgendwo, glaube ich, noch eine Schublade öffnen können mit einem Dietrich.
War da nicht irgendwas? Oh Gott, die Göre ist da hinten. Ja, warte mal, hier war die, oder? Ah, jetzt ist hier Bretter davor. Hier war, glaube ich, die Schublade. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Warte mal, wir gehen nochmal hier hin. Gibt es irgendwas auf dem Dachboden? Oder wurde das auch so verändert, dass wir nicht weiter können? Hilfe! Hello, hello, hello? Okay, hier ist eine Tür. Ethan, hilf mir! Ethan, bleib cool! Bleib cool, Alter! Hier wurde alles zugenagelt. What? Die Tür geht auch nicht mehr? Was war das? Wow! Oh mein Gott! Passiert das gerade wirklich? Alter! Habe ich gerade wirklich Damage genommen? Yo! Das hat wirklich nochmal Schaden gemacht. Wie fies ist das denn? Obwohl es ja eindeutig nur Wahnvorstellungen sind. Schmutzig, Freunde. Sehr, sehr schmutzig. Evie im Schimmelhaus treibt noch ihre Spiele. Hier ist die supergeile Wash-Suppe von Mama Baker. Mama Baker Suppe. Und dann spielst du vielleicht mit uns. Ich spiele nicht. Nein! Schaff das weg von mir! Ja, du weißt, was das ist, oder? Deine Hilfe nicht! Was? Die kann mich wirklich fertig machen? Können wir die erschießen? Okay. Warum ist jetzt hier eine riesige, unheimliche Evie-Puppe? Ethan, lass dich auf diese Spielerei nicht ein. Bleib cool. Okay, hier geht's nicht durch. Ich habe ein bisschen Angst vor Mia in meinem Kopf. Okay, warte mal, gibt's jetzt hier irgendwas Neues? Wow, 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 wow. Sie dir, Mann. Bleib doch weg. Geh weg. Komm schon, muss blocken. Ohne näher ran. Lass mich in Ruhe. Komm schon, du schaffst das. Wunder Wodka. Nein, nicht. Nutze die Macht des Wunder Wodkas. Schieß in ihre dämliche Fresse! Nein, nein, nein! Du! Warum hassen mich alle? Oh, es tut mir Omi irgendwie leid. Mein Mitleid ist gerade wieder weg. Es tut weh! Es tut weh! Es tut weh! Verdammt! Verdammt! Fahr zur Hölle! Fahr zur Hölle! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Ultra Schimmel! Schimmel, Evie! Das ist schon sehr, sehr widerlich. Das ist schon sehr, sehr widerlich. Großmutter! Großmutter, stopp! Hör auf, Großmutter! Stiegel!
Au! Au! Oh Gott, oh Gott! Das war's hiermit. Durchladen, Kumpel, durchladen! Du bist ein großes Mädchen! Au! Schmeiß mal irgendwas runter, mit dem wir das riesige Ding hier besiegen können! Ey, wenn die dir so einen Hammer gibt, eigentlich bist du doch direkt frei. Alter, Alter, Alter! Nicht gut, Mann! Nicht gut! Wunder Wodka! Nimm den Wodka! Ich wollte nur eine Familie! Shotgun! Oh oh. Die gute alte Wesker. Schluss mit den Spielchen. Bam. Bam. Schön in dein hässliches Granny Face. Wow. Wow, Leute. Endlich. Sie bröckelt. Der Schimmel ist endlich getrocknet. Großmutters Schimmel ist endlich trocken. Nur noch eine Erinnerung. Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert? Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Das erste Mal hatte ich Mias Verlust akzeptiert. Aber jetzt habe ich sie wieder verloren. Und die einzige andere Tür, die ich sehe, ist zu.
So, ich glaube hier... Oh, kann ich Musik laufen lassen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mittlerweile ist es echt schwierig. Mittlerweile kann jede Musik dafür sorgen, dass dein Video gesperrt wird, du einen Strike bekommst oder sonst was. Aber ich lasse jetzt mal laufen. Ich lasse jetzt einfach mal laufen. Freunde, das war's. Das Ende habe ich irgendwie ein bisschen länger in Erinnerung. Aber ja, Mia ist diesmal gestorben. Im anderen Ende retten wir sie. Man sieht sie dann am Ende auch, wie sie medizinisch versorgt wird. Ein ziemlich geiles Spiel mit einer der besten Resident Evil Spiele überhaupt. Ein hervorragendes Horrorspiel allgemein, wie ich finde. Hat mir damals unglaublich viel Spaß gemacht. Hat mir jetzt auch nochmal Spaß gemacht, auf der PlayStation 5 zu spielen. Wie ich schon damals gesagt habe, es ist ein Spiel, was eigentlich gar keine Durststrecken hat. Also du kriegst da permanent Story, Action, Rätsel und so weiter. Auch wenn es jetzt vielleicht vom Rätselfaktor nicht unglaublich anspruchsvoll ist. Es gibt keinen Moment, wo du nicht irgendwie im Spiel das Gefühl hast, das Spiel hält mich auf Trab. Das haben sie sehr geil gemacht. In meinen Augen halt ein hervorragendes Resident Evil. Ja, viele haben geschrieben, spiel noch die DLCs. Wir werden uns die großen DLCs noch vorknöpfen. Und ich schau mal, welches Resident Evil wir als nächstes machen. Das Problem ist nur, Resident Evil 4 und 5 sind eben auch nur mit englischer Sprache. Damals hatten Resident Evil Spiele nämlich noch keine deutsche Sprachausgabe. Und nur mit Teil 6 kam dann auch die deutsche Synchro. In 7 ist eine deutsche Synchro. In 8 wissen wir auch jetzt schon, gibt es eine deutsche Synchro. Nur damit ihr Bescheid wisst, ne? Weil die meisten Menschen sind ja immer total abgeturnt, wenn die Englisch reden. Na gut, das war's mit dem Projekt. Ich würde mich freuen über eine kleine Bewertung. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Resident Evil Spiel. Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss.